willkommen bei Do-It-Yourself-Inspiration und herzlich willkommen zu unserer Sonntag-Challenge. Ja, ihr habt abgestimmt und ihr habt euch für Eis entschieden. Perfektes Thema für das perfekte Wetter. Im Moment ist es ja so warm und da ist ein Eis genau das Richtige. Wir fanden das Thema richtig cool und was wir uns dazu ausgedacht haben, seht ihr jetzt. Mein Eis wird ein richtig schön fruchtiges Eis. Dafür habe ich einmal einen Mango-Passionsfrucht-Smoothie und einen Vierfrüchte-Direktsaft. Ich glaube, das ist ein roter Saft und ich glaube, farblich wird das richtig cool aussehen. Ich starte hier mit dem Smoothie, nochmal gut schütteln. Und ich durfte hier von Eva diese coole Eisform benutzen. Da kann man jetzt einfach überall ein bisschen reingeben. Erstmal so ein bisschen bis zur Hälfte rein. Ich will ja auch alle füllen, nicht, dass das nicht reicht. Oh doch, ich glaube, das reicht ganz gut. So, hier noch ein bisschen. Also so zu drei Viertel fülle ich das Ganze mit dem Smoothie. Und dann kommt gleich noch ein bisschen roter Saft dazu. Und den werde ich jetzt ganz vorsichtig hier reingeben. Vielleicht nehme ich mir da lieber einen Löffel zu Hilfe. Damit jetzt hier nicht alles so aufgewühlt wird, werde ich den hier ganz vorsichtig oben reingeben. Und ihr seht, unten ist das Ganze immer noch orange und oben ist jetzt eine kleine rote Schicht. Ich würde ja am liebsten so ein Eis direkt essen, aber die müssen natürlich jetzt erstmal in den Gefrierschrank. Dafür kommen jetzt die Stiele rein und dann werde ich das Ganze mindestens für 5 bis 6 Stunden einfrieren. Und wie es dann aussieht, das zeige ich euch später. So ihr Lieben, ich habe jetzt gerade das Eis aus dem Eisfach rausgeholt. Das war da jetzt, ich glaube, 24 Stunden, also seit gestern. Und es ist auf jeden Fall gefroren und es war gerade so heftig gefroren, dass ich das hier überhaupt nicht rauskriege. Deswegen habe ich das gerade schon mal in heißes Wasser reingestellt oder heißes Wasser drüber laufen lassen. Und zumindest dieses hier hat sich jetzt schon mal so ein bisschen gelöst. Ich finde, es sieht sehr, sehr cool aus. Es ist genau, wie ich es mir vorgestellt habe. Unten rot, oben orange und durch diese Form sieht es auch echt richtig cool aus. Also ich bin zufrieden. Ich probiere es jetzt auch mal. Total fruchtig. Richtig lecker. Also ich bin zufrieden. Wenn es euch gefällt und ihr es vielleicht nachmachen möchtet, gerne Hashtag Team Kati in die Kommentare schreiben. So ihr Lieben, für meine Eisidee braucht ihr Waffeln. Ich habe hier selbstgebackene, ihr könnt natürlich auch gekaufte verwenden. Ich habe hier Herzchenwaffeln, es gehen selbstverständlich auch die belgischen viel. Dann habe ich hier Eiscreme, in meinem Fall Vanille, könnt ihr natürlich auch nehmen, was ihr möchtet. Schokoglasur und Marshmallows. An Deko könnt ihr natürlich auch benutzen, worauf ihr Lust habt und was ihr natürlich am liebsten mögt. Und ich mache es jetzt so, die beiden Waffeln einmal auseinanderlegen. Die sind übrigens schon komplett abgekühlt. Das Eis ist noch tiefgefroren, ist allerdings so, dass ich es entnehmen kann. Und da gebe ich jetzt so 2 Löffel hier auf die Waffeln. Ein bisschen verstreichen, dass ich wirklich so eine ungefähr fingerdicke Schicht dazwischen habe. Und dann die andere Waffel drauflegen. Und zwar so, dass sich die Herzchen entsprechen. Also ihr seht hier die Linien zwischen den Herzchen und die lege ich aufeinander. Dann ein bisschen andrücken und dann friere ich das Ganze nochmal kurz ein. Während die Waffel nochmal gut durchkühlt, kümmere ich mich schon mal um die Schokolade. Die wird nämlich geschmolzen und dafür kommt diese hier in die Mikrowelle. So, Schoko und Waffeln sind jetzt wieder da. Ich nehme jetzt das Messerchen hier und trenne die Waffeln vorsichtig auseinander. So, ihr seht, ich habe hier ein bisschen Backpapier drunter gelegt. Das hat den Grund, ich nehme mir nämlich jetzt immer eins von diesen Herzchen. So. Und strippe das Ganze hier in die Schoko ein. Es bekommt also einen Schokoüberzug. Und dann lege ich es hier ab. Und natürlich ist jetzt auch auf der Unterseite Schokolade. Aber die pappt nicht so stark an dem Backpapier an. Ein bisschen Deko drauf und schon ist die erste Portion fertig.
So, ihr seht, die Schokolade wird fest und die Waffeln sind servierfertig oder ihr könnt sie natürlich auch einfach wieder einfrieren. Und ich hoffe natürlich, die Waffelidee hat euch gefallen und Spaß gemacht. So, das waren unsere beiden Eisideen. Katis Idee, meine Idee und ihr dürft jetzt natürlich wieder abstimmen. Welche Idee hat euch besser gefallen? Abstimmen macht ihr unten in den Kommentaren da. Hashtag Team Eva, Hashtag Team Kati, Hashtag Team beide. Ganz genau. Und beim kleinen i kommt die andere Abstimmung für euch runter. Da geht es schon um das Thema für nächste Woche. Genau, für unsere nächste Sonntag-Challenge. Da könnt ihr wieder ein schönes Thema auswählen. Und wenn ihr noch weitere Ideen für Sonntag-Challenges habt, könnt ihr die auch gerne unten reinschreiben. Dann sind die vielleicht irgendwann bei einer der nächsten Abstimmungen mit dabei. Ganz genau. Da freuen wir uns auf eure Vorschläge. Und ja, sonst schaut bei Instagram vorbei, abonniert unseren Kanal. Kreative Ideen, Kati-Karacho. Eva-einfach-so. Und ja, Kanal abonnieren nicht vergessen, Daumen nach oben da lassen, kleine Glocke aktivieren und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.